So Leute, welcome back! Luzi ist wieder da mit Final Fantasy 9! Yeah! Es geht weiter! Weiter! Okay. Schon wieder! Keine Angst, hab ich doch gesagt. Glaub mir, die Bretter halten. Ja, oder auch nicht. Wow! Haben also doch nicht gehalten. Naja, aber solche Details darfst du nicht so eng sehen. Was für ein kleiner Frechdachs. Vivi, du musst abnehmen. 29 Gille erhalten. In einem Vogelnest. Wer versteckt bitte schön 29 Gille in einem Vogelnest? Ja. Ach übrigens, ich hab dich ja noch gar nicht gefragt, wie du heißt. Ja, wie heiß ich bloß? Natürlich heiße ich Vivi. Aha. Vivi also. Naja, auch ein Name. Ich heiße Puck. Freut mich. Als ob dein Name jetzt besser wäre. Puck. Der Puck. Also Leute, sagt mal ehrlich, also schreibt mir. Aber der Name ist auch nicht gerade besser. Also, da ist mir Vivi doch lieber. So, hier hinten haben wir noch was. Na, noch was im Vogelnest. 92 Gil. Oh ja, auch nettes Zahlenspiel hier. So, gibt's hier noch was? Nö. Hier geht's weiter. Da geht's zurück, aber hier gibt's noch was. Wenn wir hier runtergehen, in dieses komische, kaputte Haus hier. Na, geh darüber. Geh darüber. So, gibt's hier noch was? Nee, ach da, da ist noch ein Vogelnest. Ja, wie komme ich bloß darauf, dass es hier noch was gibt? 63 Gil. Jetzt finden wir noch irgendwo 36 Gil und dann hätten wir es. Aber nee, das war's schon. Mehr gibt es hier nicht. Dip 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 dip. So, wir überqueren die letzten paar Bretter. Nee, hier gibt's sonst nichts mehr. Nö. So. Puh, endlich da. Boing. Und hinter dieser Mauer hier erwartet uns bereits das Schloss. Los, auf geht's. Ja, yeah, auf geht's. Hier kommt auch schon die erste Ingame-Cutscene. Abgesehen vom Intro. Okay. Da hat also unser Schiff angelegt. Oh, hier, der Adel versammelt sich. Die Bonzen versammeln sich. Bah! Was zur Hölle? Bah! Ah ja, die Prinzessin aus dem Intro. Mhm. Wird wohl Prinzessin Garnett sein. Natürlich, wer auch sonst. Ah, hier. Hauptmann. Der Hauptmann der Pluto-Truppen. Okay. Yeah. Boah, Alter, ist die fett. Alter. Ja, jetzt freuen sich alle. Das Theater beginnt. Oh, die Prinzessin scheint darüber gar nicht erfreut zu sein. Boah, ist die fett, Alter. Die alte Königin Brain. Die alte ist so fett und hässlich, ey. Ey, wenn das die letzte Frau auf Erden wäre, dann wäre ich lieber schwul. Ganz ehrlich, Leute. Ganz ehrlich. Hochgeschätztes, versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend erzählen werden, ist eine Geschichte aus bereits längst vergangenen Tagen. Als ihrer königlichen Hoheit Prinzessin Cornelia die Liebe zu ihrem liebsten Markus verwehrt wird. Übrigens, Cornelia aus Final Fantasy 1, die allererste Stadt. Fasst sie den kühnen Entschluss, das Schloss für immer zu verlassen. Doch ihr Vater, König Lear, findet sie und bringt sie wieder zurück. Unsere Geschichte beginnt damit, wie Markus dies in Erfahrung bringt und sich Cornelias Vater zu allem entschlossen entgegenstellt. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch einen Hinweis an alle Versammelten. Ob ihre königliche Majestät Königin Brain oder Prinzessin Garnett in der Ehrenloge oder ob die verehrten adligen Herrschaften auf den Rängen oder unsere Zuschauer auf den Dächern. Bitte halten Sie alle Ihre Taschentücher bereit. Wow. Epische Musik. Episch.
Dein Vater und deine Mutter haben sie ermordet. Und nun wird dir auch noch deine Liebste entrissen, Freund Markus. Oh, vom Schicksal betrogener Markus. Woraus kannst du noch Kraft für dein weiteres Leben schöpfen? Gegen das Unrecht für unseren Freund. Lass uns die Scharfrichter König Lies sein, dem Schuldigen. So sei es! Oh, Special Effects hier. Ja, sie spielen ihre Rolle sehr gut. Sind ja alle Schauspieler. Wir sind angekommen, um dir beizustehen, alter Freund. Mischt euch nicht ein. Was sprichst du da, Freund? Meine armen Brüder hat er umgebracht. Auch mich dürstet es nach Rache. Hinfort mit euch, elendes Pack. Wer sich mir in den Weg stellt, der sollte nicht auf Gnade hoffen. Erhebt euer Schwert gegen mich, so besiegelt ihr damit euer Schicksal. Der Zorn unseres Freundes wird dein Fegefeuer sein. Spüre den Schmerz unseres Freundes vertausendfach. What the fuck? Ich muss ein bisschen schneller reden, weil das ist gescriptet. Das geht von alleine weg. Also ich muss es nicht wegdrücken. Jetzt, die Kämpfe hier, das sind alles Showkämpfe. Also man, wie gesagt, ist egal, ob jemand stirbt oder was. Man macht auch nicht ordentlich, also man macht auch nicht wirklich Schaden jetzt. So, wir greifen mal normal an. Bam. Wir können auch Magie. Medeo. Das sind alles so, ja, Verarschen von richtigen Zaubern. Hier, Stinktus zum Beispiel. Soll die Verarsche von Sanctus sein. Und Medeo, die Verarsche von Meteo. Oder Feurio von Feurer. Einfach so verarschen, sag ich mal. Bam. Ja, das sind einfach nur so Special Effects, um den Kampf ein bisschen spannender zu machen für die Zuschauer. Stinktus! In den Hauptrollen. Markus spielt Markus. Yeah. Na, 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 na. Da komm her. Feurio! Wow, bam! Ich habe ihm sein Gewand vom Leib gebrannt. Na, 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 na. Bam, nimm das, du Fetter. Oh, 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 oh. Bam! Bam! Oh, und greif diesen Typen da an. Wie gesagt, das ist nur ein Showkampf. Zack, bam! Bam! Und bam! Ja, man muss ein bisschen draufkloppen. Bis der Kampf hier zu Ende ist. Stinktus wieder. Stinktus. Na, 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 na. Na, komm her. Bam. Okay, das war's. Wir haben den König getötet. Oh mein Gott. Oh, er ist verwundet. Glaube nicht, die Sache wäre damit beendet, Markus. Nein? Bleib stehen! Was zögerst du, Blank? Beruhige dich, Sidan, und denke doch erst einmal nach. Wenn Prinz Schneider und Prinzessin Cornelia heiraten, dann bringt das ihren beiden Ländern endlich Frieden. Absolut lächerlich! Du meinst also, damit wird alles gut und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Oh! Uaha! Hua! Ha ho ho hei! Blank stellt sich uns in den Weg. Was für ein episches Theaterstück. Wow, aus dem Weg da. Jetzt kommt ein kleines Minispiel. Also gut, du willst es ja nicht anders. Ganz recht. Genau. Man muss jetzt das drücken, was er eben hier für Kommandos vorgibt. Je schneller man ist, umso besser man ist. Umso höher ist die Wertung. Und umso bessere Items bekommen wir. Es ist eigentlich völlig Bums, also ich finde, dass das völlig Bums ist. Man bekommt zwar ein paar gute Items, was heißt gute Items, man bekommt, glaube ich, irgendein Rüstteil oder was. Und je nachdem, wie gut man ist oder wie zufrieden die Zuschauer sind, umso besser ist das Ergebnis eben. Wow, epischer Kampf. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so gut drin, oder nicht so schnell, sagen wir es mal so. Wie gesagt, es geht halt darum, je flüssiger das Ganze läuft, umso
zufriedener sind, die Herren. Mehr ist das gar nicht. Bam. Jam, bam, 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 bam. Und das war's. Wir setzen das ein andermal fort. So leicht kommst du mir nicht davon. Wie gesagt, nun Showkampf. Von 100 Adligen waren 98 zufrieden. Auch Königin Brain schien zufrieden. Das ist doch schön. Das ist eine gute Wertung. Das Duell noch einmal aufführen. Nein. 876 Gil. Schön. 98 von 100 waren zufrieden. Top Wertung. Schlägerei. Na, fertig mit umziehen sie dann? Okay, wie es aussieht, haben wir uns also ins Schloss geschlichen. Ja, ja, natürlich. Wir sind ja nicht eine einfache Schaustellerbande. Leute, mit diesem hervorragenden Theaterstickel verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Final Fantasy 9.